Hallo Leute, Apple hat mit iOS und iPadOS 15.2.1 ein neues Update für iPhone und iPad veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch wie immer kurz und kompakt alles, was ihr über dieses neue Update wissen müsst. Bei 15.2.1 handelt es sich, wie es sich auch die Versionsnummer vermuten lässt, um ein eher kleineres Update. Ein Update, das sich hauptsächlich um Fehlerbehebungen und Sicherheitslücken kümmert. Aber um was es dabei genau geht, das zeige ich euch eben jetzt in diesem Video. Übrigens nicht wundern, dass das bei mir so reduziert aussieht. Die ersten 1-2 Stunden wurde einem das so angezeigt, inzwischen sollte da auch eine Update-Beschreibung dabei sein. Dieses Update betrifft genau genommen 3 Bereiche. Zum einen mal Apple CarPlay. In CarPlay gab es bisher einen Fehler, wodurch Drittanbieter-Apps nicht ordnungsgemäß funktioniert haben. Laut Apple sollte dieser Fehler jetzt behoben sein und Drittanbieter-Apps sollten unter Apple CarPlay wieder ordnungsgemäß funktionieren. Als zweites kommen wir zu dieser Funktion, die es ermöglicht, Fotos über einen iCloud-Link zu teilen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mehrere Fotos markiere und sie jetzt teilen möchte, kann ich hier einen iCloud-Link kopieren. Das wird dann vorbereitet und der Link befindet sich dann in der Zwischenablage. Da gab es jetzt diesen Fehler, dass wenn ich so einen Link dann über iMessage teile, dass beim Empfänger die Fotos nicht korrekt geladen oder korrekt angezeigt wurden. Auch dieser Fehler soll laut Apple jetzt unter 15.2.1 behoben sein. Und drittens, es gab da einen HomeKit-Fehler, der jetzt schon länger bekannt war, der dadurch verursacht wurde, wenn man einem HomeKit-Gerät einen überdurchschnittlich langen Namen gegeben hat. Wir reden jetzt hier aber nicht von einer Länge, die uns üblicherweise im Alltag betrifft. Die Rede ist hier von über 500.000 Zeichen. Deswegen betrachtet Apple das auch eher als Sicherheitslücke, die damit geschlossen wurde. Wir kommen auch gleich zum Thema Sicherheitslücken und sehen, dass da eben dieser eine Fehler als Sicherheitslücke gelistet wird. Das hätte für sozusagen böse Zwecke ausgenutzt werden können. Der Fehler hat nämlich dazu geführt, dass entweder die Home App und das gesamte Smart Home gar nicht mehr funktioniert oder vielleicht sogar das komplette iPhone nicht mehr funktioniert und nur dann wieder zum Laufen gebracht werden konnte, wenn man das komplette iPhone wiederhergestellt hat. Ja, das sind jetzt soweit mal die Dinge, um die es laut Apple offiziell geht. Natürlich kann es wie immer auch sein, dass es hier weitere Fehlerbehebungen oder Stabilitätsverbesserungen oder vielleicht sogar Optimierungen bezüglich Akkulaufzeit gibt. Es gilt also auch hier wie immer, dass wenn man bisher auf seinem iPhone oder iPad unter iOS oder iPadOS 15 Probleme hatte, dass dieses Update vielleicht helfen könnte. Vor allem auch vielleicht ein Problem, das seit dem Update auf 15.2 entstanden ist. Ich hatte jedenfalls bis jetzt unter 15.2 auf meinem iPhone keine wirklichen Probleme, aber wir wissen ja auch, dass die Erfahrungen da immer unterschiedlich aussehen, weil das ja auch ganz vom iPhone abhängt und jeder nutzt ja auch sein Smartphone anders. Vor allem auf älteren Geräten habe ich hier und da unter iOS 15, aber auch seit iOS 15.2 von dem ein oder anderen Problem gehört. Übrigens ist auch seit 15.2 auf iPhone, iPad und HomePod die HomePod-Stimmerkennung nun endlich auch auf Deutsch verfügbar. Ein Video dazu habe ich vor ein paar Stunden veröffentlicht. Wer sich dafür interessiert, findet einen Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren ganz oben angepinnt. Zum Schluss frage ich natürlich auch noch euch, wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr bis jetzt Probleme und hat 15.2.1 vielleicht noch irgendein anderes Problem behoben, welches ich in diesem Video nicht erwähnt habe und wie läuft iOS 15 in der aktuellen Version allgemein auf eurem iPhone oder iPad? Das war dann auch schon kurz und kompakt alles, was ihr über 15.2.1 wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.